Frau Ficke. Sie sind die Nachfolgerin von Elke Janssen. Wie ist es dazu gekommen? Elke erzählte mir, dass sie nicht mehr weitermachen möchten und ich jahrelang hier schon teilgenommen habe an diesem Fest. Und dann habe ich gedacht, das kann man nicht untergehen lassen. Die Damen sind hier so toll und so fidel und feiern, also bis alles kracht. Und da habe ich gedacht, irgendwas müssen wir tun. Und so habe ich mich mit mehreren Frauen zusammengeschlossen. Und diese Damen haben dann gesagt, okay, wir machen das in diesem Jahr. Nichts kann schöner als Frauenkarneval sein. Uschi ist diejenige, die das alles organisiert hat und ich bin dann halt ihre rechte Hand. Also aufstellen! Ja, bitte. Super! Es ist wunderschön, auch mal mitzufeiern, ohne Stress, ohne. Wir freuen uns, dass wir hier dabei sind. Prost! Noch einer. Mädchenlein, ach Mädchenlein, wenn ich hier vor dir steh, dann gibst du wie die Vögelein am Titicacasee. Ich habe viele, viele Jahre hier schon mit euch gefeiert. Wie ihr drauf seid, da können die in Köln, in Mainz, in Düsseldorf nicht mithalten. Das ist unsere Juniorengarde. Die Prinzengarde. Und Ramon kommt schon mal bitte vor. Und das ist der Nachwuchs. Das ist mein Placement und zwar, die ist für alles mitverantwortlich. Hallo zusammen. Ich bin richtig froh, dass ich heute hier sein darf bei euch, wie in jedem Jahr. Wir haben eine ganz, ganz tolle Truppe. Wir haben tolle Tänzer. Die Lütten, die Mittleren, die Großen, alle super. Mein Name ist Margret. Und mein Name ist Mimi. Und ich bin die Anja. Und ich bin Sandra. Ich bin die Monika, die Kleinste. Und ich bin die Ilse. Und ich bin die Moni. Ich bin die Schüchternste. Thank you.
fühle sich berufen, für Scherz und Frohsinn einzustehen, so wird der Mucker in der Runde nur lachende Gesichter sehen. Wir in diesem Jahr 30 Jahre verheiratet sind. Und das hat sie sich echt verdient. Bitte, das ist das. War der Prinz selbstsüchtig, verwöhnt und unfreundlich. Einst, an einem Winterabend, kam eine alte Bettlerin zum Schloss. Sie hatte gesehen, dass es in seinem Herzen keine Liebe gab. Zur Strafe verwandelte sie ihn in ein abscheuliches Biest und verzauberte das Schloss und alle, die darin wohnten. Der Sultan, 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 der Sultan
Applaus für die beiden. Kommt hier nach vorne, stellt euch hier hin. Und zwar ist das eine Wahrsagerin. Wo ist die denn? Genau, so muss es sein. So sind wir, Frau. Wir richten, bevor wir auf die Bühne kommen. So ist das. Ich bin so aufgeregt, ihr glaubt es gar nicht. Als? Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Sie lassen sich alle von ihr. Und haben wir eine weibliche Person, die männlich verkleidet ist, die liebe Dame Hannelore Zinkler. Wir sollten dir den Hausorden der ersten Karnevalsgesellschaft überreichen. In Ehre und Würden solltest du ihn tragen. Liebe Renate, besonders bei dir, dass wir heute diese Veranstaltung machen durften. Dankeschön.
ich bitte dorthin. Ja, und wisst ihr, was dann kam? Jetzt kommt die Oma! Sein durften, dass wir mit euch feiern durften, dass Elke uns das übergeben hat. Ich bin stolz auf euch, dass ihr uns so aufgenommen habt. Bedanke mich bei euch und hoffe, auch wenn ihr wollt, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen.